Knapp 20 Jahre nach der Auflösung der RAF, nach 20 Jahren im Untergrund, sind die drei plötzlich wieder aufgetaucht. Hey, ich bin Patricia Schlosser und das ist Im Untergrund. Und dann hat er gesagt, wenn die Revolution kommt, dann wird es auch Gewalt geben. Er war einfach abgetaucht, ist nicht mehr zur Schule gegangen, hat sich nicht mal bei den Eltern gemeldet. Ich glaube, die haben das geahnt, dass er im Umfeld der RAF ist. Im Untergrund ist eine Suche nach den drei letzten ehemaligen Mitgliedern der Roten Armee-Fraktion RAF. Eine Frau, zwei Männer, seit über 25 Jahren untergetaucht. Klang es okay so? Und ich mache diese Suche nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Vater. Einem Polizisten im Ruhestand. Das kommt mir ein bisschen albern vor, aber angenommen, das wäre gefährlich. Dann wäre es doch schon cleverer, wenn einer von uns hier bleibt. Weil wenn ich dann nicht mehr wiederkomme. Ja, traust du irgendwo? Ja, natürlich. Und dann schreist du, dann komme ich mit dem Auto hin. Die Suche wird zu einer Reise in eine verschlossene Welt. Kann ich noch nachfragen, warum? Kleinen Moment. Hatte Ihnen einen Brief geschrieben. Und zu einer Reise in die Vergangenheit meines Vaters. Und dann ist ein riesiger Knalle losgegangen halt. Ich habe ja nichts mehr dann gesehen, weil wir haben ja dann alle fluchtartig das da oben verlassen. Das ist ja klar, jede Treppe runter so geschaut, dass er ziemlich flach am Boden bleibt. Gell. Eine Reise, die unser Verhältnis verändern wird. Papa, lass mich halt mal ausreden, so fix. Ja. Ich meine überhaupt nicht das, was du. Ich meine überhaupt nicht das, was du meinst, dass mir die armen Linken leid tun, sondern mir tun die Menschen an sich leid, wenn ich einfach so in ihr Leben eindringe. Im Untergrund. Auf der Spur der letzten RAF-Terroristen. Ein Audible Original Podcast von mir, Patricia Schlosser.